Oh, deine Mütze ist schon wieder schief. Wieso schon wieder? Letztens auch? Ja. Dann sehe ich immer aus wie so ein Bengel, ne? So. Darf ich einen Lolli haben? Ich will einmal eben sehen, wenn er rollt. Mach, dann geht's los. Machen wir. Und der Nobby dreht das Video nicht umsonst. Nee, nicht umsonst. Nee. Lass du auch raus? Boah, geil, dass der hinten so konkav ist. Krass, ne? Ja. Das ist mit TÜV? TÜV. TÜV. Lässt das auf Polnisch? Ja, kein TÜV. Gibt's da? Wollte ich gerade sagen. Wie viel Zoll ist das? 22. Uff. Krass, ne? Wie der die 22 so wegschluckt. Weil wenn du so drauf guckst, denkst du ja auch. Riesengeräte. Sales. Nothing special, ne? Ja. Ja. So, hallihallo. Wir haben dort in der Ecke ein bisschen was aufgebaut. Wir müssen eben noch den Elfer rauslassen. Dann haben wir auch unsere Ruhe, ne? Dann geht auch gleich in die Mittagspause. So, ich freue mich drauf. Ein Motorprojekt, was wir euch nicht mehr so im ganzen Detail zeigen. Warum nicht? Weil wir haben es ja schon mehrere Male angefangen. Es kam nur hier und dann mal dazwischen. Deswegen wollen wir es euch jetzt mal nur so zeigen. Wir haben hier ein 1.8T AGU. 86,4 Hub und 81er, 82er Bohrung haben die Dinger. Wurde das schon mal? Ist dein Motor, Nobby? Ist mein Motor, ja. Das ist der Motor aus dem berühmten colorblind roten Golf 4. Puff-Golf. Aus dem Puff-Golf. Aus dem Red Tube Golf. Und wir hatten darüber gesprochen, Nobby und ich, schon ein paar Mal, weil du hast immer wieder Mängel an dem Auto. Ja, immer irgendwie was. Wenn man eine Schraube löst, dann hast du schon tausend Probleme, weißt du? Genau, und dann beginnt, dann du schleppst das Problem eigentlich nur von einem Ende zum anderen. Gerade bei 1.8T-Fahrern, ich bin mir sehr sicher, sie kennen das Problem gut. Du machst das Waste, da hast du Risse im Krümmer, dann geht der Lader wieder hops. Lader geht, denke ich, meistens hops, weil er überdreht, der Lader, weil irgendwo eine Undichtigkeit ist. Also alles drum und dran ist wirklich doof. Jetzt wollen wir bei dem Motor es so machen, dass wir den wirklich, wirklich von oben bis unten, so weit es geht, neu bauen. Mit Preiseingaben aber. Mhm. Genau, damit für die 1.8T-Jungs da draußen, dass es wirklich noch mehr wird. Ich erinnere mich noch, wo der 1.8T der absolute Supermotor war. Wo der rauskam. Jetzt sind 1.8T ist ja so der beliebteste Swap. Und so, ich empfehle auch immer noch für einen Jugendlichen, der Interesse an Tuning hat, der beste Motor, den du kaufen kannst. Weil er einfach viel Leistungspotenzial hat. Über die Jahre haben sich auch mehr und mehr Teile entwickelt, die mehr Leistung bringen. Weil wo ich jung war, war ein Typ mit 300 PS, 350 PS, das war im Magazin auf dem Cover. Auf diesen richtig bunten Zeitschriften, genau. Mit den Bodykits. Mit den Bodykits. Der Typ, der 300, 350 PS in so einem Motor hatte, der war Weltmeister, war der. So, genau, wir gucken uns mal die Teile an, die alle reinkommen. Die meisten Sachen hat der Nobby bestellt, deswegen machen wir einfach mal Stück für Stück auf. Viel kommt auch vom Philipp, von Alos. So, dann haben wir hier schon mal eine Rutsche Ventilfedern. Wir machen das Stück für Stück. Ja, machen wir. Wir gucken uns mal an. Dann haben wir hier Nockenwerk. Guck mal, passt das direkt zueinander. Kopfdichtung. Topfdichtung fahren wir die ganze normale L-Ring. Dann verbauen wir Schlüsselanhänger. Sehr gut. Das sind nämlich die guten. Der kommt dann an die Pleuel, oder? Nee, unter die Kopfdichtung kommen die. Ah, und dann klemmst du oben den Kopf drauf, Nee, Verdichtungsreduzierung sind das. Ah, verstehe, ja. Genau, so war das. Das gibt aber auch Sinn. Richtig. So, genau, dann die Pro Series Stehbolzen. Das ist Stehbolzen. Wir gehen gleich drauf ein, was welches Teil macht. Sollen wir das direkt immer machen, wenn wir es auspacken? Ja, lass uns das so machen. Ich komm mal eben kurz auf die andere Seite. Genau. Ich packe aus und sage, was es macht. Weil dann machen wir nämlich im nächsten Video schon den Motor komplett zusammen. Mhm. Stehbolzen, Kopfstehbolzen sind montiert zwischen Block und Kopf. Wenn wir höhere Ladedrücke fahren, dann will dieser Ladedruck ja auch im Zaun gehalten werden. Und zwar überhalb des Kolbens und zwischen den Ventilen. Was natürlich einen höheren Druck erzeugt, was auch bedeuten kann, dass du einen Lift erzeugen kannst zwischen Block und Kopf. Bedeutet, dass der Kopf sich anhebt. Mhm. Willst du nicht. Und vor allen Dingen willst du auch nicht, wenn der Motor warm wird, dass eine gewisse Ausdehnung passiert. Dazu kommt, wenn du, das habe ich schon ganz oft erzählt, aber man weiß ja nie, ob alle Videos immer gucken. Der nächste Punkt ist der, wenn du einen Stehbolzen reinschraubst, dann hast du einen riesengroßen Vorteil, das Gewinde einmal hier unten und das Gewinde hier oben. Du hast also zwei Gewindestellen instelle von einem normalen Kopfschraube, die hat nämlich nur Gewinde hier unten. Mhm. Und wenn du jetzt eine sehr lange Kopfschraube hast, also einen langen Stehbolzen hast, dann schraubst du diese Schraube hinein in den Kopf und dann kommt er an den Punkt, dass die obere, wenn wir das jetzt hier forschen, wäre der Mutterkopf. Du schraubst rein, dann beginnt die hier sich zu berühren, aber das Drehmoment geht hier rein. Weil hier lenkt sich die Schraube. In der Längung entsteht das Drehmoment, was du fühlst beim Festziehen mit dem Drehmomentschlüssel. Das Längen der Gewindesteigung hier unten. Mhm. Jetzt schrauben wir den Stehbolzen aber rein
und schrauben hier oben mit der Mutter nochmal fest. Das heißt, das Drehmoment geht hier oben in die Längung der Mutter, gepaart mit unten und hält den Kopf noch punktueller fest. Also quasi halte ich nicht so fest, ja, den Kopf, hier unten ist mein Gewinde, halte den Kopf so fest, sondern ich halte ihn so fest. Okay, das ist ein großer Vorteil. Dann haben wir hier die Ventilfedern. Ventilfedern haben den Vorteil mit einer höheren Spannungskraft, dass sie die Nocke, die Nockenwelle drüber fährt, dass einfach das Ventil schneller und sauberer zufährt, vor allen Dingen bei höheren Drehzahlen. Und wenn der Hub etwas spitzer ist, ist die Belastung für die Ventilfeder im Serienzustand oftmals zu groß. Das zum Thema Kopf. Genau, Kopfdichtung. Die Musik spielt sich hier ab. Dieser Bereich ist der nachher, der wirklich im Fegefeuer ist. Aber der ganze Kopf liegt ja oben drauf. Diese einzelnen Wasserkanäle hier, die müssen natürlich auch dementsprechend abgedichtet sein. Weil wenn das Ganze sich nämlich bewegt und anheben könnte, dann kann Wasser an verschiedenen einzelnen Stellen Richtung Brennraum kommen. Wenn das passiert, Schicht im Schacht. Ich rede deswegen über die ganzen einzelnen Fälle, weil beim 1.8T, der ja so viel verbaut und verkauft wurde, ist jeder Schaden schon passiert. Mhm. Von Zahnriemen, der rüberspringt, alles. Was ich noch empfehle ist, wenn ihr so ein 1.8T-Projekt macht, wechselt alle möglichen Unterdruckventile, Taktventile, Schläuche, Schubumluftventile aus, weil das sind alles kleine Fehlerquellen, wo der Motor nachher Probleme macht. Versucht da nicht zu sparen. Die Motoren sind jetzt echt wirklich in die Jahre gekommen. Und wenn du dann mit sowas wieder sparst, holst du den Teufel ins Haus. Und dann ärgerst du dich, dass dann wieder was suppt oder irgendwas pfeift. Und es ist ja wirklich so. Ja, es ist, ne, also ich würde euch wirklich bei dem Thema jetzt 1.8T-mäßig wirklich empfehlen, spart da nicht, sondern macht das wirklich komplett. Ja. Und das Gute ist, die Teile sind ja auch gar nicht mehr so teuer. Du kriegst so viele kleine Schläuche und Ventile wirklich für ein Apfel und Ei. Dem Chinesen sei Dank. Nächste Bauteil. Genau. Du wolltest einen Zweimassenschwunger, glaube ich, auch fahren. Genau. Genau. Finde ich auch gut so. Das ist einfach für jeden Tag ist einfach viel besser. Zweimassenschwungrad hat den Vorteil, dass im Einkuppelmoment und im Anfahrmoment einfach kein Zupfen entsteht. Weil wenn nämlich dieses Bauteil einteilig ist und auf eine nicht gefederte Kupplungsscheibe trifft, die müsste ja auch irgendwo hier sein, ne? Ne, die Sachskupplung, die kommt noch. Die kommt da noch? Warten wir noch drauf, ja. Okay, also wir kriegen noch eine Sachskupplung. Genau, der Moment, wenn du einkuppelst, ja, du siehst diese Bewegung hier, mhm, kann man auch gerne denken, die sei kaputt. Aber nein, die ist nicht kaputt. Sondern du hast ja hier immer einen relativ extremen Moment, zum Beispiel das Auto steht an der Ampel. Dann dreht sich dieses Bauteil und dann kommt diese Kupplungsscheibe, sagen wir mal, das Teil wäre fest. Kupplungsscheibe ist fest. Mhm. Dann hast du wirklich ein relativ schnell drehendes Teil im Leerlauf, 1000 oder 900 Umdrehungen oder sowas, wenn du ankuppelst und wenn du anfährst mit 1000, 300 Umdrehungen. Und dann muss das diese Kupplungsscheibe so in eins mitnehmen. Das wird immer so ein bisschen rupfen, weil wenn nämlich die Kupplungsscheibe nicht ganz plan auf den Kupplungsautomaten drauf geht oder auf dieses Zweimassenschwung oder Einmassenschwungrad, dann hast du immer so ein du merkst, dass das so ein bisschen zuppelt und ruckelt und dann fährt das so los und dann hast du irgendwie Motorlager, die zu hart oder zu weich sind, dann hast du schon wieder Känguru-Benzin, weil du wackelst nämlich, dein Fuß macht nämlich gleichzeitig auch die Bewegung, du hast ein Seilzuggas und dann geht's nämlich los. Dann sitzt du in dem Auto drin und jeder denkt sich, was stimmt mit Nobby nicht? Was ein Affe. Was stimmt mit Nobby nicht? Zwei Massenschwungrad nimmt eine gewisse Dynamik auf. Die Torsionsfedern können so ein bisschen schnattern. Die können so ein bisschen auch so eine Energie aufnehmen. Und das ist der erste Kupplungsmoment. Und deswegen fährt auch ein serienmäßiges Auto sehr, sehr gut an. Mhm. Ne? Und es ist auch nicht immer, was viele so denken, ja, aber die Leistung transportiert es nicht. Digga, das transportiert schon eine Menge Leistung. Ein Zwei-Massenschwungrad, ja. Wenn du auf Rennstrecke willst oder Viertelmeile fahren, dann denke ich mal, Einmassenschwungrad ist dann sicherlich die bessere Wahl, ne? Weiß ich gar nicht, ob ich das unterstützen würde. Ich habe mir, glaube ich, auch bei meinem Skylines damals relativ viele Getriebe kaputt gemacht, weil ich genauso gedacht habe wie du. Mhm. Ne? Da, wo der höchste Spec oder Stufe 9 ist, das ist das Beste, weil damit kann ich am besten losbeschleunigen. Weil es am leichtesten ist, weil es nicht gefedert ist. Ich sag heutzutage nein. Weil der Schlag, wenn du jetzt krass einkuppelst, der Schlag geht ja komplett ins Getriebe auch rein. Die Gangräder, alles. Wofür der Stress? Weil der wirkliche Schaltmoment, der wird ja nicht schneller. Du brauchst einen guten Schlussmoment, dass zwischen Kupplungsscheibe, Automat und Schwungscheibe das wirklich packt. Das darf nicht rutschen. Mhm. Rutschen würde bedeuten, dass die Drehzahl der Kupplungsscheibe höher ist als die des Restes. Ich guck einfach mal raus, was wir so haben. Ist ein bisschen durcheinander, aber Tuning-Anzeige. Ah, jo. Diese Verpackung und diese Anzeige gibt es, glaube ich, seitdem ich denke. Das ist wirklich so. Pro-Sport hat eBay groß gemacht, würde ich sagen. Ja. Was hast du denn hier? Für einen Landerwert. Sicher?
Ladedruckanzeige ist. Ah ja, doch, hier, Breitbandlandersonde. Ja. Genau. Ja, eine Breitbandlandersonde, die ist nicht unwichtig. Diese Anzeigen demonstrieren dir, ob du stichometrisch fährst, ob du zu mager fährst, ob du zu fett fährst. In der Volllast ist das am wichtigsten. Manche Motoren sind zum Beispiel sehr mager im Leerlauf. Und dann kannst du halt sehen, ob was nicht ganz koscher ist. Zum Beispiel, wenn du dann Vollgas gibst und du siehst, der Motor magert ab, dann könntest du zum Beispiel solche Faktoren haben, wie der Ladedruck ist zu hoch, deine Spritmenge passt nicht dazu. Mhm. Oder der Motor läuft super fett. Hast du vielleicht einen Leck im Ladedruckkreislauf? Ne? Deine Luft geht weg, mhm, nach den Messern, nach den Luftmassenmessern zum Beispiel, und da ist immer so eine leicht schwarze Wolke hinten rauskommen. Dann denkt der Motor sich, ja, aber Digga, vorne, Ali, am Eingang hat gesagt, 91 Leute kommen rein. Mhm. Der weiß ja nichts von dem Loch, das Mohammed die Leute mal rausschmeißt, den aus der Seitentür der Disco und die einfach rauskickt. Und der erwartet, der macht den Sprit rein, wie Ali gesagt hat. So viel Wodka muss bestellt werden für den Abend. Das kannst du halt einfach hiermit sehr gut überwachen. Weil die Lambda, wie Breitbandlandersonde, sitzt am Ende des Prozesses. Das, was nach dem Lader rauskommt, das ist für ihn relevant. Und auch um den Motor zu schützen, ne? Total. Einen Wert zu haben, der zu niedrig, zu hoch ist, ist ja natürlich genau so. Total, die lügt nicht. Die ist ja auch autark. Ja. Das, was ich immer ganz gut finde. Die Breitbandlandersonde ist nicht in Kopplung mit verschiedenen anderen Werten, weil es gibt auch manche Fahrzeuge, die errechnen sich auch gerne bestimmte Werte. Mhm. Breitband selten. Aber der sagt, ja, aber die Luftmasse war ja so und so, somit ist ja dann so und so. Aber da wir Tuner ja in der Regel immer Scheiße bauen, verfälschen wir auch viele Werte. Somit ist eine alleinstehende Breitbandlandersonde, die für sich immer nur guckt, die weiß gar nicht, ob es ein Düsenjäger, ein Motorboot oder ein Motor ist, ist, finde ich, die beste Variante. Also gerade auch bei diesen älteren Autos, oder mit diesen alten Steuergeräten, die dann nicht ganz genau wissen oder das selber berechnen können, ist das dann sinnvoll, dann oder? Viele Leute sagen mir auch, ja, ich habe eine Breitbandlandersonde. Dabei sage ich, nee, du hast nur eine Monitorsonde, du hast eine ganz normale Sonde, Digga. Ja, die ist nicht Breitband, die kann das nicht komplett alles sehen. Ach so, okay. Na dann. Geht er kaputt. So, vom Philipp. Pleuel. Stahlpleuel. 86 Finger Hub hast du ja. Genau, die sind jetzt ohne die Schrauben, weil nämlich seine Pro Series Schrauben da reinkommen. Mhm. Ein Stahlpleuel, da gibt es ja tolle Fotos im Internet mittlerweile. Serienpleuel oder was man einbauen müsste, ist in die 3310 oder 3. Wie ist dieses Nokia-Handynummer? 3210. Genau, also ein Stahlpleuel ist für viele ja schon mal die Hauptversicherung. Und irgendwie stimmt das ja auch. So ein Stahlpleuel ist ohne das, sag ich, geht die Reise einfach von vornherein nicht weit. Weil alles, was du ja modifizierst in der Motorleistung, muss ja aus der Kurbelwelle raus aus dem Getriebe gegeben werden. Diese Kraft, warum diese Kurbelwelle sich vehementer, schneller dreht, ist das Pleuel, was es weiterleitet. Das heißt, wenn das Pleuel das nicht mehr kann, dann hast du ein Problem. Bums aus, Ende. Dann knickt das weg und dann ist der Motor im Arsch. 500 PS auf Serienpleuel. seine Beinchen. Ja. Und oben drauf sitzt auf jeden Fall mächtiger Ladedruck. Ja, mächtig. Ladedruck. Mächtig. So, weiter geht's. Ah, hier sind die Pro Series Pleuelschrauben, genau. Die packe ich schon mal hier rein. Nachher geht das Gesuche nämlich los. Top, so geile Schrauben bei. Sag ich, doch. Das sind die Kopf. Hochfesten Stehbolzen. Die werden festgezogen mit 110 Newtonmeter. Immer schon abwechseln. Mal Bartek, mal Philipp. Ja, das ist ein besonderes Bauteil. Sind das diese Tassenstößel, ne? Oder? Nee, das ist eine Riemenscheibe. Das ist eine Riemenscheibe? Ja, die baust du so von vorne so drauf. Ja, ne? Aber dann machen wir, glaube ich, separat nochmal ein Video zu, ne? Weil das ist ein bisschen umfangreicher, glaube ich. Richtig, auch. Richtig. Man kann es auch als Tasse benutzen. Machen viele. Die meisten. Ja, aber wenn man die danach einbauen möchte, dann muss man die halt auch wieder sauber machen, ne? Weil Rost kann... Machen manche nicht. Machen nicht? Nee. Okay. Nee. Das hat Vorteile dann? Ja, ja. Ja, ne? Ja. Okay. Aufkleber. Auch zwischen Kopfdichtung, glaube ich, war das. Richtig. Neben den Schlüsselanhängern. Ah, ja. So, was hat er denn hier dazu geschickt? Ah, das ist für die Zündspule. Ja. Da werden die TFSI-Spulen, glaube ich, fahren. Richtig, sehr geil. Nee, genau, das kommt an den Kabelbaum. Genau. Das ist ein Adapter für TFSI-Spulen. Mega viel, macht sehr, sehr viel aus. Mhm. Weil die Dinger mag ich zum Beispiel persönlich gar nicht so. Das war früher aber das cool. Nur heute, Zündung, Leistung, Ladung, was wir alles fahren wollen, das schaffen die nicht mehr. Kommen die nicht hinterher? Nee. Die Adapter sind ganz cool. Adapter sind auch 3D gedruckt. Das erkennt man immer schön an diesen ganzen kleinen Strichelchen. Siehst du das? Ah, jo, ja, ja, ja. Aus dem 3D-Drucker kommt das raus. Und das funktioniert auch ganz gut. So, vier Stück.
So, Einspritzdüsen, du fährst, was für eine Größe fahren wir nachher? 650, 55, müssen wir nachher raussuchen. Ja. Wie steht jetzt hier die Zahl? Ah, da ist sie doch, ja. Perfekt. Eine Einspritzdüse hat in der Tuning-Szene, glaube ich, schon relativ viel gebracht, vor allen Dingen in Verbindung mit frei programmierbaren Steuergeräten. Denn das Luft-Benzin-Gemisch, wie es zerstäubt wird und wie viel vor allen Dingen, zu welchem Zeitpunkt, wie genau reinkommt, ist maßgeblich dafür zuständig, wie der ganze Verbrennungsprozess passiert. Mhm. Also ich war letztens im Mercedes-Museum, da sind ganz viele Motoren ausgestellt. Die waren damals nicht dumm. Das Problem war, dass das Einspritzen in den Brennraum einfach nicht mehr so punktuell möglich war zu dem Zeitpunkt. Da musste einfach dann bei hohen Drehzahlen muss einfach Sprit rein. Somit wurde quasi obenrum das ganze Prinzip einfach immer ungenauer. Jetzt können wir durch die Düsentechnik und durch die Zündung so genau das richtige Luft-Benzin-Gemisch zünden, dass das Prozedere, was bei langsamer Drehzahl damals gut funktionierte, wir jetzt auch hinkriegen bei 8.000-9.000 Drehungen. Ja, können wir punktuell und wir können 102 Oktan fein zerstäubt in den Brennraum reintun. Und somit können wir einfach immer genauer und genauer kochen, wie Systemgastronomie. Und das kann man ein bisschen auch vergleichen mit den Düsen. Es wurde einfach einfacher, genau auf den Punkt was zu machen. Das war damals Technologie, die war für den Motorsport vorbestimmt. So, beim 1.8T wichtiges Bauteil. Der Krümmer neigt zum Reißen, neigt wirklich Probleme zu machen. Durchmesser ist eine ganz wichtige Sache, Bauart ist eine ganz wichtige Sache. Wann welcher Zylinder wie abströmt oder wie reinkommt, ist wirklich alles sehr, sehr, sehr wichtig. Weil wenn wir nämlich jetzt hier genau schauen, haben wir hier drei Ausgänge, die relativ gleich groß sind. Kannst du das einmal hier reinzeigen, so ein bisschen? Haben wir drei Ausgänge, die relativ gleichmäßig sind. Mhm. Siehst du das? Ja. Aber die beiden brauchen den Raum. Mhm. Okay? Und die beiden haben quasi ihren eigenen Kanal. Mhm. Zünden tut er aber so. Bum, 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 bum. Das heißt, die teilen sich. Und die teilen sich auch. Deswegen klappt das. Also die machen das nicht gleichzeitig. Hat der Philipp auch bestimmt viel Arbeit reingesteckt. Hat er selber geschliffen. Ja, hab ich auch gesehen. Hier drin hat er wirklich viel rumgefeilt. Ja. Aber wenn man sich jetzt anschaut, wie klein der Durchmesser so ist, ist das echt erschreckend. Mhm. Ist, ne, erschreckend. Ja, viel ist das nicht, ne? Also viel ist das wirklich nicht, aber... Sind halt nur 1,8 Liter auch, ne? Ja, der geringe Durchmesser wird dir aber auch ein gewisses Ansprechverhalten geben. Wenn wir da jetzt einen geschweißten Edelstahlkrümmer dran machen, mit was weiß ich, was für ein Dreuer-Durchmesser, wie die GTRs teilweise fahren, mit riesengroßen Krümmerdurchmesser, dann wird da unten drum tote Hose sein. Ja, geht gar nichts mehr, ne? Tote Hose. Der wird obenrum rennen wie ein guter, aber das ist der perfekte Kompromiss an Krümmerdurchmesser beim Philipp, der meiner Meinung nach für die Leistung, die du fahren willst, nachher gut ist. Du willst wie viel fahren? 350. Genau. Ja. Ein perfekt laufender 350 PS Motor mit ganz vielen Neuteilen. Jetzt kommen wir zum ganz unwichtigen Bauteil. Unwichtig. Das, was ist das nochmal? Das sind die, man braucht, weil das außer Leistungssteiger auch eine stärkere Hupe. Ah, nee, ist ein Turbolader. Perfekt. So, Upgrade-Lader mit einem stärkeren Wastegate. Wir können einmal einen Wastegate-Druck eben kontrollieren, wenn du willst. Genau, relativ großes Abgasrad. Der Lader, er kann hier, was kann der, 380, 390? Das Ding ist, dieses volle Ausquetschen der Lader finde ich nie so gut. Mhm. Ne, es muss halt auf den Punkt sein. Zu groß ist auch scheiße. Also Lader-Berechnung ist echt eine Sache, die sehr, 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 sehr wichtig ist. Und da ist zum Beispiel der Flo, der Mann meines Vertrauens, seit über 10 Jahren arbeiten wir zusammen. Echt toller Typ. Und du merkst halt auch, dass er seine Liebe über die Jahre behalten hat. Also ja, der sieht einen Lader und ist jedes Mal neu fasziniert. Das ist für mich verblüffend, wie man das schafft. Ich hole mal eben was zu messen. Dann gucken wir mal, was für eine Vorspannung ist des Wastegates. Ja? Ja. Sekunde. Ja. Ich trinke auch eben was. Ja, mach mal. Was sagt uns der Druck dann? Also das, der sagt uns den minimalen Lader, den du fahren kannst. Weil, das finde ich eine sehr wichtige Sache, weil das auch für den Komfort wichtig ist. Früher habe ich erzähle mal gerne, wie ich das früher gemacht habe. Früher habe ich gedacht, hey, ich will 1,6 Bar Ladedruck fahren. Somit muss die Vorspannung hier 1,5 Bar oder so sein. Mhm. Weil das Problem ist dann, darunter kannst du nicht mehr fahren. Das heißt, wenn du Gas gibst, Vollgas gibst, macht der immer diesen Druck. Okay. Mindestens. Da kommst du nicht drunter. Warum? Weil diese Vorspannung hier, da ist auch schon Druck drauf. Die Vorspannung halt die ist. Jetzt schauen wir mal hier, was dein Minimaldruck ist. Da. Das ist perfekt. 0,5 Bar. Mhm. Dann fängt er an. Was gut ist, weil von da aus kannst du dann regeln. Dann kommt das Taktventil dazwischen. Ah ja, das Taktventil entscheidet,
wie viel Druck wird weitergegeben, um diesen Öffnungsdruck zu haben. Aber die Vorspannkraft von 0,5 wird bei dem Abgasvolumen genug sein, um es zuzuhalten. Weil das Schlimmste, oder nicht Schlimmste, aber was dir halt passieren kann, ist, dass der Abgasgegendruck so hoch ist, dass er dir die Wastegate-Klappe aufschiebt. Das heißt, du wunderst dich, warum macht mein Lader keinen Boost? Warum macht er keinen Boost? Weil der nämlich einfach selbstständig, guck mal nur die Klappe, fängt er an, das aufzudrücken. So, wenn er das aufdrückt, dann hast du ja immer ein gewisses Abgasvolumen, was du verlierst. Und dann tourt der Lader nicht mehr hoch. Nicht mehr so, wie er vorher hochgetourt hat. Das heißt, dieses Wastegate ist zum Beispiel schon echt ein wichtiges Bauteil im ganzen Prozess, um Leistung zu haben. Der Kollege entscheidet, wie viel Leistung wirklich ankommt. Was ja für viele einfach eine Dose ist. Und sagen, aber der Turbolader, ohne Turbo, also ohne Wastegate, Turbolader, nada. Oder ohne Funktion vom Wastegate. Ne? Genau, also der dreht sich schon. Eingeschränkt. Oder überdreht sich auch gerne. Weil wenn nämlich beim Vollgas der Lader komplett ungebremst, ungesteuert, immer alles durchknallt, dann hast du echt auch ein Problem. Das tut weh. Genau. So, nächster Schritt ist, das machen wir dann gleich, wir machen den auf. Oder Mando macht den auf, weil wir noch ein bisschen was zu tun haben. Und dann gucken wir uns mal an, wie die Mängel sind, ob wir Schäden erkennen, Risse erkennen, ob irgendwas problematisch ist. Und dann müssen wir entscheiden, ob wir den bohren oder nicht. Ach, der Ladenluftkühler hier, guck mal! Ach, guck mal. Haben wir noch was? War ganz unauffällig im Hintergrund, den hat man gar nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, was für ein Ladenluftkühler du genommen hast. S3 ist der große, also einer ganz groß. Ja. Deswegen die neue Stoßstange. Ah. Weil es sonst einfach... Sonst wird die gar nicht mehr halten, die alte Stoßstange, wenn man die so zersägen müsste. Schläuche. Schläuchski. Ja, wo ich jung war, hat man gedacht, diese Schläuche machen Leistung. Geiles Teil. So schön schwarz. Ja. Was gab's zum Beispiel früher nicht? Aber flach, ne? Ja, ist echt flach. Aber die werden schon wissen, was sie machen, ne? Ja, cool. Okay. Gut, das bauen wir jetzt mal alles schon mal hier auseinander. Und Kolben müssen wir noch suchen. Ja, die suchen. Und Zündspulen liegen auch hier, die habe ich schon mal irgendwo gesehen. Mhm. Zündspulen, Kolben haben was vergessen. Lagerschalen machen wir auch neu. Wir gucken uns aber erstmal an, wie der Kollege von innen aussieht. Das geht eben noch weiter, bevor wir weitermachen, weil der Nobby und ich, weil wir haben seitdem nicht richtig quatschen können über das Ding. Und Nobby hat mir gerade beschrieben, was er für Geräusche gehabt hat, warum wir den Motor ausgebaut haben. Mhm. Ich bin gefahren, habe den Wagen abgestellt. Ich habe den nicht getreten, habe den abgestellt. Hast du ihn vorher auch nicht getreten? Nein. Sicher? Ja, sehr sicher. 2 Stunden später bin ich dann ins Auto rein, bin losgefahren, stand an der Ampel und beim Anfahren hat er dann Wie viel Zeit von Anmachen bis Ampel? Lass es 2 Minuten gewesen sein. Und dann war Ende, ne? Ja, und dann hat er plötzlich beim Anfahren an der Ampel an so einem Berg dann angefangen, so richtig mieses Geräusch zu machen. Gerade habe ich mit den Pfoten mal von hinten reingefühlt, ob die Welle, wie es ja so geht. Mhm. Und da findet man halt rein mit dem Finger und will die so drehen und gucken, ob die Schlag hat. Oder weiß ich was. Oder ob man die ziehen kann, dass die Axialspiel hat. Also Spiel hat sie nicht. Spiel hat sie nämlich nicht, weil die nämlich komplett festhängt. Oh, guck mal, ist das geil. Siehst du das? Dreht sich so ungefähr gar nicht, oder? Nö, die ist fest. Die ist fest. So, wenn das fest ist, gibt es jetzt ganz viele verschiedene Sachen. Jetzt hattest du das Thema, dass du nur 2 Minuten gefahren bist, der Wagen stand. Weil wenn sowas passiert, denke ich mal, kam keine wirklich dementsprechende Schmierung mehr da oben an und die stand. Weil das Ding ist ja komplett fest. Die ist sogar lose. Siehst du das? Ja. Guck mal. Jetzt hat sie sich. Oh, geil. Guck mal, geil. Das erklärt, warum er danach dann nochmal wieder irgendwann lief. Ja, die ist komplett chromo. Da ist... Sorry, Turbocharger. This is Polish power. Sorry. Sorry, the Polish power was out of control. ja, Lader ist auf jeden Fall komplett Fritte. Aber solche Schäden sind, denke ich mal, eine Temperaturschmierungsthematik. Mhm. Weil 2 Minuten Fahrzeit ist ja jetzt keine hohe Belastung. Sondern ja, war das wahrscheinlich auch über Dauer, ne? Über längere Zeit. Ich bin ja länger gefahren. So und dann genau, Öldruckanzeige und Minimaldruck hat er ja noch. Das heißt, die Lampe ging nicht an und hast du ihn mal gesehen? Nein. Nee. Ihr müsstet nur das Gesicht hinter der Kamera sehen. Der filmt eigentlich quasi, aber der steht die ganze Zeit so, Baby. З'їла сама шоколадку? А я що робить? А що, мені її дивіться, як вона їсть шоколад? Я теж, може, хочу шоколад. Задоволена мені. Nein, das, ich weiß, das Auto magst du auch sehr gerne. Wir reden ja auch sehr oft über Golf 4. Ja. Und wir sind auch beide hier in der Firma mit Gurke zusammen. Genau, würde ich sagen. So, wir drei sind so die Golf 4-Lover hier. Ja. Ich habe zum Beispiel meinen Golf 4 ja auch noch. Ja, den Motor habe ich verkauft, den Dieselmotor. Und überlege, was wir mit diesem Golf 4 machen. Gibt es die verschiedensten Ideen und Projektideen? Also verkaufen tue ich mit Sicherheit schon mal nicht. Das war viel zu geil. So, bis gleich. Ja,
yeah. Ay, coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2-2-3-3, I'm on 10 again, yeah. State your name, been dope on flame. I just switched the lanes. Damn, he did it again. I just flipped the pain. Stripping and dipping in bass. Slab on everything. Ja. Der Armando hat den Motor auseinandergenommen vom Nobby. Der Movo dreht auch gerade weiter, weil der Nobby nämlich heute krank ist. Also klassische Stellen beim 1-8-T sind natürlich, dass hier ein Riss entsteht. Man muss sich überlegen, ein 5-Ventilkopf hat einen sehr großen prozentuellen Anteil an Öffnungs- und Schließfläche, was ja echt Wahnsinn ist. Mhm. Ja, wenn du, das ist der Kreis. Hier hast du so ein bisschen Bereich, da passiert nichts und hier zwischen und hier. Somit hast du auch relativ viele Spannungsbereiche, weil sich relativ viele Teile öffnen müssen und dünnstegig sind. Somit entstehen hier oftmals Risse. Ja? Am Kopf zwischen Kerzenaustritt und dem Ventilausgang. Ja? Das ist jetzt hier Frischluftseite, das ist die Abgasseite. Jetzt gucken wir uns mal an, wie die Oberfläche hier ist. Was mir nämlich gerade auffällt, ist, dass die gar nicht gleich, das ist leicht geöffnet, die Oberfläche von dem hier, von der 1, gefällt mir nicht so, das ist so ein bisschen pickelig. Kann dafür sprechen, dass es ein bisschen heiß war, das Ventil. Wirklich eigenartig. Aber viel wichtiger ist, wenn wir jetzt hier reinschauen in die Laufbahn, ich hole mal ein bisschen Licht dazu, dann siehst du nämlich, komm mal hier rüber, dass da schon so leichte Auswaschungen sind. Siehst du da unten, da wo die Verfärbung an der Zylinderlaufwand ist? Da. Da, ja, genau da haben wir es. Siehst du das? Mhm. Da haben wir das, das haben wir aber auch genauso gut auf dem hier. Siehst du das? Ja. Ja. Und pass auf, da haben wir es ein bisschen weiter oben. Und hier haben wir es auch ein bisschen schwächer. Das Problem dabei ist, dass wenn die Zylinderlaufbahnen zu glatt sind, dass der, also nur hast du einen Kreuzschliff auf der Zylinderlaufbahn. Und dieser Kreuzschliff sorgt dafür, dass die Ölverteilung und wie das Öl abtritt und der Abstreifring vom Kolben das Öl verteilt einfach. Wenn aber der Zylinder zu glatt ist, dann hast du das Problem, wenn dieser Prozess einmal beginnt, dass die Auswaschung immer stärker werden, immer stärker werden, immer stärker werden. Somit ist das halt einfach nicht gut. Jetzt können wir natürlich probieren, dass wir das einfach nachhonen und quasi künstlich einen Kreuzschliff reinmachen. Was wir aber noch machen werden, ist, wir werden den Block einmal vermessen, indem wir so reinmessen den Abstand. Das ist halt ein sehr genaues Werkzeug, was wir dann dafür brauchen, um halt wirklich ein sehr gutes Messergebnis zu erzielen. Und messen einmal so die vier Abstände und so die vier Abstände, ob dort Verformung oder Abtragung von den einzelnen Bereichen passiert ist. Ja, wir müssen den vermessen, um genau herauszufinden, wie es dem geht. Wir haben aber auch schon die neuen Kolben hier. Das sind originale Kolben, die ausgedreht sind. Das sind nämlich Schmiedekolben. Kolbenringe sind schon aufgesetzt und hier oben ist was reingefräst. Das hat alles der BM Pieper gemacht für uns, um halt die Verdichtung runterzubekommen. Weil die Güteklasse der originalen Kolben so ist sehr gut. Und durch das Ausfräsen kommen wir halt auf eine niedrigere Verdichtung im Bereich von 8 irgendwas. So sieht das Ganze dann aus. Genau. Die sind auch schon komplett vermessen, das passt auch schon. Hier oben sind noch mal so Detonationsringe drin, siehst du das? Hier oben, das sorgt dafür, dass wenn der Verbrennungsdruck oben stattfindet, das Ganze sitzt ja genau passend in dem Zylinder drin, und wenn der Verbrennungsdruck runtergeht, dann kann der immer in jede einzelne Tasche nochmal so reingreifen. Ja, und baut dort so ein bisschen Druck ab und dann trifft er auf diesen Ring hier drauf. Und dieser Ring ist der, der abdichtet zwischen Zylinder und Kolben und Verbrennungsdruck darüber stattfindet. Dann haben wir hier Ölabstreifringe und sowas, die sorgen dafür, dass halt einfach die Ölschmierung gewährleistet ist von dem Kolben in dem Zylinder und damit du auch bei 7000 Drehungen volle Kette geben kannst. Mhm. Ja, hier durch die Kolbenbodenkühlung hat er auch schon, ne? Ja, hat er auch. Müsste ja eigentlich haben. Können wir ihn einmal umdrehen? Dann schauen wir nochmal von unten rein. Ja, perfekt. Genau, der hat Kolbenbodendüsenkühlung, das heißt, es ist so eine kleine Nadel, so eine kleine Spitze. Die spritzt Öldruck von unten in den Kolben rein. Und wir haben ja jetzt hier gerade gesehen, sind ja auch gebrauchte Kolben, dass hier schon noch so Dreckstellen sind. Siehst du das? Diese hier. Das Öl spritzt von hier rein, treibt, das Öl wird von hier da durchgetrieben. Und somit hast du auch immer einen Ölfilm, der wirklich frisch mit Öldruck durch den Kolben schießt und somit auch dafür sorgt, dass der Kolben wirklich immer geschwürt und geschmiert ist. Alte Motoren ohne Kolbenbodenkühlung, da ist natürlich dann, wenn du irgendwann, du hast nicht so ein hohes Ölvolumen, dann Öl wird sehr heiß und sehr dünn und du hast das, diese Kühlung nicht und der Motor dreht trotzdem 6.500, 1900 was ich was wann, dann hast du echt Hitze.
Und dann kann zum Beispiel mal ein Kolbenklemmer oder sowas kommen. Ölfilm reißt ab, kein Öl, 6000 Dirham die Minute, Metall auf Metall. Aua. Ciao. So, das zu dem Thema, was alles reinkommt. Motor wird zusammengebaut. Für mich, wenn ich das in den Überblick bekommt, was man alles so in den Motor reinmacht, um nachher das und das Ergebnis zu erzielen. Was wir jetzt hier versuchen, ist einen 1.8T-Motor zu bauen, der wirklich einfach wieder wie ein neuer Motor fährt. Bedeutet, die ganzen kleinen Schläuchen, Taktventile, Leitung, Dichtung, alles neu, damit du nicht mit kleinen Summen, die sich zwar summieren, da kommt echt Kohle zusammen, aber dann hast du wirklich einen Motor, der normal Leerlauf hält und wirklich schön sauber läuft. Ja, weil wirklich nur Pleuel, Kolben reinschmeißen, ein paar Dichtungen beibehalten, Taktventil lassen, Zündspulen lassen, das läuft, aber nicht so geil. Peace. Yeah, Flex, I just wanna win. Yeah, LA BB, who we running with? Yeah, 2-2-3-3, I'm on 10 again. Pump up the action. Bitch, I'm active. If he never heard of Ben Dope, he just napping. Jackson's off the rapping. Keep it on my body, bitch, I'm broke if you ask it. Don't gotta sell it, mostly all this flawless. Broken whips as long as it is foreign. Heard you want it cause the yams enormous. What's an ass since she isn't gorgeous? Live my life last name of Morgan Freeman. Trying to touch a forest, do not know when knocking on the door is. Came in, I came in, I came in. Did it like the Porsches coming in. Yeah, flex, I just wanna win. Yeah, LA BB, who we running with? Yeah, 2-2-3-3, I'm on 10 again. Okay, alright. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win. Yeah, LA BB, who we running with? Yeah.